Sorry, here. Was the coach pissed? No, he was supportive. Like, he's a really professional guy. Oh, okay. He's used to having the whole field in front of him. He's not used to being wing. You can tell. Good ball. Touch the hit. There it is. Yeah!
Forsberg, auch da kein Foul von Milosevic. Kelter hat da schön die Übersicht behalten. Erster Ab. Uwara. Natira. Durfte Schrägstrich, musste im Pokal pausieren, weil er leicht angeschlagen war. Hier hätte er gerne einen Pfiff gehört. Stark sagt weiterspielen. Keita kommt. Forsberg. Zulu vor Werner. Stark ist großzügig. Pause. Forsberg. Eine gute Aktion von Esser. Halsberg. Spieler aus der zweiten Reihe immer wieder mitzunehmen, vor Augen zu führen, dass sie wichtig sind. Forsberg. Da draußen ist Platz. Kelter. Stark befreit. Oh, das gibt jetzt die erste Chance. Nee, Fahne ist oben. So, gucken wir nochmal. Ilsanka, da geht's los. Das ist für mich gleiche Höhe im Moment des Abspiels. Glück für Darmstadt. Achtung. Paulsen. Gegen zwei Mann behauptet. Forsberg, Paulsen. Forsberg, Zulu rausgelockt. Aber der kam dann auch im richtigen Moment, um Forsberg da noch. Benatira Glück, das. Wolfgang Stark das jetzt nicht so konsequent ausgelegt hat, wie vorher die Situation. Kater mit Platz, weil Jungwirth fehlt. Zulu dazwischen. Oh. Nochmal Kater. Und ein drittes Mal, nee. Oh,
Also das war für mich gefährliches Spiel im Strafraum. Benazira. Gestoppt von Halstenberg. Deswegen fehlt er da jetzt in der Zentrale als Anspielstation. Schon ist der Ball wieder weg. Aber Leipzig hat so ein bisschen den Faden verloren. Es ist jetzt mehr so ein Hin und Her. Und sobald sie sich auf ihre spielerischen Stärken konzentrieren, wird auch was aus Passfolgen und einer möglichen Lücke im Abwehrverbund der Darmstädter. Aber wenn sie hier einen Schlagabtausch im Sinne des Hin und Her zulassen, könnte ich mir vorstellen, dass Darmstadt da die besseren Karten hat. Das können die besser. Versuchen, nicht konsequent zu Ende spielen, Stückwerk und vielleicht jetzt Pausen gegen Sulu. Werner macht mit, Caters auch da, Forsberg kommt. Werner bleibt. Pause. Sanka. Orban, Forsberg. Gut verteidigt von Guevara. Die Leipziger sind sofort wieder da. Lassen Darmstadt überhaupt nicht Luft holen. Erst recht für die Mannschaften wie Borussia Dortmund, die in den kommenden drei Wochen, und das sehen Sie live bei uns am Stück, insgesamt 7 Pflichtspiele zu absolvieren haben. Weigel, den haben sie schon ausgeguckt. Klar ist auch, das Pressing nicht ganz so extrem in dieser Anfangsphase bei Leipzig. Sie haben sich dann schon überlegt, das in mehrere Zonen zu verteilen, aber dass Julian Weigel der Dreh- und Angelpunkt ist im Mittelfeldspiel der Dortmunder, das hat sich ja mittlerweile auch bis hierhin rum. Bode und natürlich Weigel wird gleich gestört von Timo Werner. Und jetzt kommt das schnelle Umschalten über Sabitzer. Pausen. Da haben sich zwei gefunden, obwohl die von der Körpergröße ganz unterschiedlich sind. Ähnliche Gewichtsklasse mit viel Physis, Pausen und Sokratis. Interessant, dass sich Sebastian Rode im Spielaufbau auf die rechte Seite, da hinten auf die fast schon Rechtsverteidigerposition von Piszczek zurückzieht. Jetzt zurückkommt ins Zentrum. Schmelzer. Dazwischen. Nächster Versuch über Rode und Piszczek.